Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry 4. In der letzten Folge haben wir die Affenstatue geholt und waren irgendwo hier oben. Na, ich wollte eigentlich mit dem Gleiter, der hier war, ist dorthin fliegen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass unsere Tasche fast voll ist. Deswegen habe ich eine Schnellreise hierhin gemacht. Mehr habt ihr nicht verpasst. Ich habe mir für je 10.000 Heilspritzen gekauft. Okay. Ich habe mir für je 10.000 Heilspritzen gekauft. Einfach weil wir tierisch im Probleme hatten, ne? Letzten Mal. Und ja, ich war jetzt zuvor, mir hier die ganzen grünen Pflänzchen da anzugucken. Ich wiederhole, weitere goldene Plan-Soldaten werden gebraucht. Unser Außenposten wird angegriffen. Brauche dringend Verstärkung. Ja, okay. Was soll das eigentlich heißen? Unerwünscht. Scheiße, ein Dreck. So, jetzt hat. Oh, fuck. Oh, fuck. König am Arsch, Alter. Diese Runde geht an dich. Ja, kannst mich mal. So. Wir haben wieder ordentlich auf. Was schießen die denn noch? Heil ich mich? Will ich eigentlich nicht so unbedingt, ne? Hey, geh nicht weg! Ich müsste tot sein! Hey, bleib da! Komm, scheiß drauf. Und dann jetzt aber. Komm. Vielleicht können wir jetzt endlich abhauen. Alter, was war denn das für ein Architekt hier? So, jetzt hat er aber. Ich weiß gar nicht mehr, wann jemand zum letzten Mal etwas Gutes über den Nordteil von Kyrat gesagt hat. Ich meine, die ganze Region steht tja, so lange, was labert, ne? Zurückerinnern kann unter Parkanskontrolle. Ich hab gehört, und ab geht die wilde Fahrt. Ich weiß nicht, wie weit es geht. Was soll das eigentlich heißen? Was ich weiß, ist, dass ich hier doch mal ganz kurz anhalte. Und mit ihr mitnehmen. Nee, das ist cooler, das ist wenigstens geschützt dran. Weil mir fällt da gerade mal ein, wir könnten noch mal gucken, was wir bei der Herstellung. Beutetasche. Schweinehaut. Gibt es hier Schweine irgendwo? Müsste ich mal wieder hier auf die Jagd gehen. Wildschwein. Aber ist ja kein Schwein, ne? Das Wildschwein ist ja eigentlich kein Schwein. Naja, wir gucken mal. Vielleicht treffen wir ja irgendwann mal auf ein Schwein. Boah, der quält sich aber ganz schön hier hoch, ey.
Naja, schon irgendwie hinhauen. Leute, ihr habt den Sender von der Tür hat eingeschaltet und ich bin Ravi Ray Runner. Eigentlich möchte ich mal unterreden. Der Ray. Respektive Anführerin und quasi der harte Kern des goldenen Tages. Sieht schon fett aus, ne? Die Sonnenstrahlen hier durchbrechen. Das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Das hat definitiv was. Ich weiß nicht. Ups, sorry. Ich wollte mich eigentlich nicht einmischen, aber der rannte halt einfach bei mir mitten in den Weg. Kann ich jetzt auch nichts dafür. Die Musik, ey. Unfassbar. Aber sie möchte auch Boss sein und das ist okay für mich. Ich mag es, wenn Frauen das Sagen haben. Das ist irgendwie heiß. Ja, okay. Kolumbien im Vergleich zum Führer aus. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wo müssen wir denn hin? Könnte irgendwie... Da war der Eingang, aber das Ding ist ja... dort hinten. Okay! Da hoch? Da hoch? Wo ist denn überhaupt zum Geier? Das Ding können wir drehen, ne? Konnten wir drehen oder so? Da müssen wir wieder hoch. Oder ist der irgendwie... Ist das irgendwie unterirdisch? Guck mal, wir laufen jetzt immer weiter weg. Kann doch nicht sein. Aber die Frage ist, wohin? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Da ist auf der rechten Seite nochmal ein Eingang. Keine Ahnung, wer das war. Rechts nochmal ein Eingang. Ja, genau hier. Okay, alles klar. Profis am Werk, sage ich da nur. Profis am Werk. Und wir interagieren mal. Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert. Auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Ja, ich glaube, das läuft jetzt wieder auf eine Entscheidung hinaus, ja. Ja, das habe ich ja schon gedacht. Wir hören uns mal beide Seiten an. Bin dabei. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Mohan hat den goldenen Pfad nicht als Drogenring gegründet, Bruder. Amita, sie liegt falsch. Begib dich zur alten Teefabrik und brenn sie nieder. So, Machtverhältnismission. Unser Ball möchte die Opiumfelder bei der Kyrat Teefabrik zerstören und den Einfluss der Drogen auf Kyrat ein Ende setzen. Wenn du diese Mission annimmst, lehnst du Amitas Mission ab. Bist du dir sicher? Nicht wirklich, aber ich will natürlich... Ich bin schon so ein bisschen hier, ein bisschen, ne? Drogen und so ein Scheiß. Habe ich eigentlich auch keinen Bock.
Sammle ich erstmal ein bisschen Munition ein. Oh geil, wir haben eine Weste. Und dann gucken wir mal, was sie so zu sagen hat. Ich glaube, du liegst richtig. Ich weiß, es sollte eigentlich nicht so laufen. Aber Kyrat hat keine Chance, wenn Zabal weiter in der Vergangenheit lebt. Begib dich zur alten Teefabrik. Sichere diese Felder. Amita möchte die Opiumfelder bei der Kyra-Tee-Fabrik übernehmen, um damit die Aktivitäten des Goldenen Pfades zu finanzieren. Das ist eine echt scheiße Entscheidung, ja. Das ist echt eine scheiß Entscheidung. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was wir letztes Mal als erstes gewählt haben. Ob Amita oder Zabal, ich weiß es nicht mehr. Also, mal kurz meine Gedankengänge mit euch zu teilen. Ich bin jetzt gerade überlegen, was ich hier mache, denn zum einen hat Zabal natürlich recht, hier Drogen und so weiter bin ich definitiv auch kein Freund von. Kannst du vergessen. Auf der anderen Seite ist das natürlich schon ein bisschen als Geldquelle eigentlich eine sichere Sache. Mehr oder weniger. Aber ich brenne die Dinger ab. Ich brenne sie ab. Brenn es nieder. Ja. Also. Wir haben uns auf Zabals Seite geschlagen. Hey Jay, nimm was zum Brandstiften. Du brauchst es. Ja, Molly. Merci, merci. Ja, ein paar Minen. Mach das beste Rotti weit und breit. Du brauchst etwas, was brennt. Das fehlt mir. Ein Flammenwerfer oder sowas. Bedien dich einfach. Stimmt, wir können einen Flammenwerfer mitnehmen. Müsste ich gegen die tauschen. Aber ist natürlich... Das hätte ich nicht genommen, aber okay. Los, probier dein neues Spielzeug da drüben aus. Wenn ich missmutig bin, dann liegt das nur am Hunger. Merkt ihr das? So. Ja, mal gucken. Ich weiß, hab echt keine Ahnung, ob es die richtige Entscheidung war, ob es die falsche Entscheidung war. Keine Ahnung. Wir werden es irgendwie herausfinden. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal herausfinden, warum die da mit Kabelbinder alle irgendwas im Lenkrad geklebt haben. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo sich denn... Hier ist er, ne? Dass sie automatisch einen Weg in mich setzen kann. Das ist schade. Oh, wir könnten mit dem Roffelkopf dahin fliegen. Das ist echt starker Tobak, was da abgeht. Ich meine, ich bin ein aufgeschlossener Kerl. Immerhin moderiere ich hier. Wir könnten mit dem Kopf dahin fliegen. Also, warum nicht? Scheiße, wie steigt der nochmal? Keine Gnade! Okay, Leertaste. Komm mir da hinterher? Bist du wirklich, ne?
Verschwindet nicht in die Flirtgebiet. Er hat hier eine ziemlich wehrhafte Festung. Sie anzugreifen wird recht schwer, solange die Fleur an der Macht ist. Blöd, ne? Das ist da diese fucking Festung. Naja, gut, okay. Hätte ja irgendwie funktionieren können. Mein Vorhaben. Hat leider nicht ganz so funktioniert, wie eigentlich gedacht. Aber irgendwann müssen wir uns einfach auch mal um die Festungen kümmern. Ich glaube, wir können ja übelst abzahlen. Ich weiß nicht, was drin ist, aber ich kann es mir definitiv vorstellen. Dort die Hunde. Hat wenigstens was Gutes hier, das Fluggerät. Gehen uns die wenigstens nicht auf den Sack. Das ist schon geil, das Ding, ne? Das Ding ist schon geil. Hat schon was. Ist halb im Arsch, ne? Ich glaube, dann blinkt auch das Lichtlein da vorne. Und dort hinten ist die Teefabrik. Ich werde hier oben landen. Hier. Habe ich einen guten Überblick, glaube ich. Einfach zu gucken, was los ist. Ich bin jetzt da. Siehst du die Felder? Das ist Opium. Verbrenn alles. Die Ernte ist fertig geliefert. Ich will, dass Pagan in seinem Palast riechen kann, wie sein Vermögen in Rauch aufgeht. Das werden wir tun. Aber dann doch erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin raus hier. Okay. Sprinkleranlage. Jetzt müssen die Generatoren noch zerstören, bevor wir die Sprinkler, also bevor wir die Felder anzünden. Felder verbrannt, 0 von 4, Opiumstapel zerstört, 0 von 9. Bis zur nächsten Folge, macht's gut, ich bin raus hier. Ciao.